So, ihr Lieben, das war's. Wir müssen zurück. Wir fahren jetzt rückwärts. Auf dem Zettel steht stehendes Fahrzeug. Wir schauen mal. Arbeit raus. So, wir sind jetzt gerade in der Waschbox, machen das Auto nochmal sauber und dann geht's los. Feuer frei. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. So, hallo, hallo. Ja. Ich glaube, jetzt morgen geht's nochmal eine größere Tour. Wir fahren jetzt Richtung Allgäu. Und vom Allgäu aus geht's dann morgen in die Westalpen. Wir machen quasi im Allgäu eine Zwischenübernachtung aus einem Hof, oder einem Bauernhof, oder was vielleicht sein muss, und machen ein paar Ausschnitte davon, oder wie euch. Genau, dann geht's durch die Westalpen, an der Grenze Italien, Frankreich, runter an die Küste. Und von da aus an der Küste zurück müssen wir dann sehen. Richtung Genua auf jeden Fall, entweder da schon hoch oder hier oder danach. Das entscheiden wir ganz spontan. Dann geht es nochmal Richtung Gardasee, Südtirol. Und von da aus geht es dann nach Süden. Okay, dann sehen wir uns sicherlich unterwegs nochmal hier ein bisschen was vom Weg. Jetzt haben wir es gerade ganz schön hier. Und dann. Seht ihr bestimmt jetzt gleich nochmal hier, da drüben, guck mal, da sind schon die ersten Ausläufer von den Alpen und wir genießen dann noch ein bisschen das Panorama wahrscheinlich heute Abend, vielleicht sehen wir uns da nochmal oder sonst morgen früh oder, okay, wenn nicht mehr, wünsche ich euch noch eine schöne Zeit, schönen Tag, schönen Abend, schöne Nacht, was auch immer, oder guten Morgen und dann bis morgen. So, einen schönen guten Morgen. Die Sonne geht auf hinter uns. Und wir ziehen uns jetzt an. Für uns geht es jetzt weiter Richtung Schweiz. Wir sind hier auf einem super Stellplatz, auf einem Hof, wo Stellplätze zur Verfügung gestellt werden. Super klasse für eine Übernachtung. 15 Euro. Ist echt top. Ich muss sagen, man hat eine Toilette, wenn ich das mal zeigen darf. Und für uns geht es, wie gesagt, jetzt Richtung Schweiz. Da werden wir nochmal in das Mammut-Outlet reinschneiden vielleicht. Da gibt es so einen Bereich mit mehreren Outlets, aber am Mammut fahren wir hauptsächlich deswegen dorthin. Ja, und dann geht es eigentlich direkt weiter Richtung Turin runter und
heute Abend. Mehr verrate ich nie. Sehen wir uns auf dem Berg spätestens wieder. Aber mehr sehen wir so zwischendurch mal wieder. Okay, dann gibt es erstmal noch schnell einen Kaffee, ein Brötchen. Und dann starten wir. Bis später. So, ihr Lieben, wir haben hier eine Wasserzapse. Ich zeige euch mal, wie mein System funktioniert zum Befüllen. Ne? Der Schlauch geht hier rein, der blaue. Dann habe ich hier die Steckkupplung. Da kommt noch ein Rest rausgebullert. Das stecken wir hier einfach nur an. Jetzt steckt das dran. Jenny steckt jetzt mal das Geld rein. Fangen wir jetzt mal mit 50 Cent an. Ne? 50 Cent, so. 30 Sekunden Wasser, 10 Liter. So. Stopp, stopp. Wir sind unterwegs jetzt und zwar gerade schon in Lindau am Bodensee. Habt ihr bestimmt gerade schon gesehen, wie wir eingeweiht sind. Schönes Panorama. Und jetzt fahren wir weiter Richtung Landquart in das Mammut Outlet. Oh, darf ich das sagen, sonst piepst es weg. Also wenn es jetzt gerade gepiepst hat, dann sage ich es vielleicht nicht. Okay, da schauen wir uns mal um. Vielleicht nehmen wir euch auch da nochmal mit. Und dann fahren wir weiter Richtung Turin. Habe ich vorhin schon erwähnt. Lasst euch einfach überraschen. Wir auch. Wir fahren auch übrigens, wenn wir jetzt durch Österreich fahren, wir haben jetzt gesagt, wir ist keine Vignette, sondern wir fahren einfach jetzt das Stück rüber bis in die Schweiz über die normalen Straßen, keine Autobahn, wo wir keine Mauern haben. Und dann fahren wir in die Schweiz, fahren wir auf die Autobahn. Genau, also da werden wir dann die Maut nutzen, definitiv, in die Vignette. Einfach aus dem Grund, es ist ein riesen Zeitersparnis erstmal. Weil wir wollen jetzt erstmal runter nach Turin und über die Strecke, da hätte man einmal 2 Stunden schon locker mehr. Wenn wir Zeit haben, fahren wir vielleicht eher ab, müssen wir mal schauen. Okay, dann sehen wir uns gleich. Misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place. See, cause everybody wanna tell you bad things. What could go wrong, what fame brings, but success is a finicky thing. And if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down So, Jenny, wo sind wir jetzt? In Landquart. Landquart, was machen wir da? Mit dem Mammut Outlet. Sprich mal lauter. Wo gehen wir hin? In Mammut Outlet. Alles klar. I will run away. I don't have to plan it. I can go change my fate. You won't understand it. All alone, that's okay. People, I can't stand them. They don't want me to change. Keep me where I'm standing.
fahren jetzt, genau jetzt durch den St. Bernardino Pass. Tunnel. Entschuldigung. Der St. Bernardino Pass, der geht davor ab. Wir fahren Tunnel. Wir nehmen euch mit. Los geht's. The chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. So, meine Lieben, wir haben jetzt die Grenze zu Italien passiert und sind jetzt auf dem Weg Richtung Mailand. Ja, mal sehen, ob wir von der Stadt ein bisschen was sehen. Eigentlich sollten wir auch durchfahren, laut Route. Wenn ich was Schönes sehe, nehme ich es natürlich für euch auf. Genau, also bis später. Durch Mailand durch. Die Ecke haben wir mitgenommen. Da war ein bisschen in die Luft vom Verkehr her. Jetzt sind wir auf dem Weg nach Turin. Das ist nochmal 50 Kilometer, bis wo wir dann einsteigen, wo es dann hochgeht. Genau, da zeigen wir euch dann wieder mehr. Hier seht ihr die schöne Landschaft. Alles flach und im Hintergrund seht ihr aber die Alpen, wenn man es erkennen kann, vielleicht auch im Video. Ich denke mal schon. Genau. Provinciale 1 Belle Valle d'Alanzo. So. Dem Streckenverlauf 6 Kilometer folgen. Genau, das machen wir auch. Und zwar sind wir jetzt von der Autobahn runter. Wir zeigen euch jetzt gleich nochmal, wie nah wir den Alpen jetzt schon wieder sind. Man sieht es schon sehr deutlich. Ist schon beeindruckend, dieses Bergmassiv, was sich jetzt hier auftut. Aber wir fahren jetzt noch nicht rein. Wir wollen noch eventuell was essen. Und, oh, schöne Häuser. Und wir wollen noch einkaufen. Wir brauchen noch ein bisschen was, bevor wir hochfahren, weil logisch auf dem Berg gibt es natürlich keinen Laden. Das ist auch gut so und das sollte auch so bleiben.
ihr Lieben, wir sind jetzt auf dem Weg hoch zur Kapelle, Kathedrale, Kirche, wie jeder das auch ausdrücken mag. Wir kommen bei Bachläufen, es ist Schotterpiste jetzt ausschließlich nur. Und guck mal, das bewegt sich da zwar ein bisschen, wir hoffen mal, dass das Wetter standhält. Aber wir hoffen mal, das Wetter ist uns wohlgesonnen. Hier oben steht ein Wohnwagen. Das war's, wir müssen zurück. Wir fahren jetzt rückwärts. Auf dem Zettel steht stehendes Fahrzeug. Wir schauen mal. Also wir mussten jetzt umkehren. Da steht ein Fahrzeug, Fenster offen, mit Gepäck. Hinten ein Zettel dran, stehendes Fahrzeug. Ja, vielen Dank fürs Mitspielen. Wir haben jetzt gewendet, wir haben eine Stelle gefunden. Jenny hat mich über die Funke ein bisschen navigiert, dass wir hier wenden konnten. Und jetzt fahren wir erstmal wieder nach unten und werden unten dann mal gucken, sobald wir Empfang haben, ob wir irgendwo einen Ausweich finden. Oder wir stellen uns eben dann hier irgendwo hin, wenn wir hier eine schöne Stelle finden sollten, falls mal was sein sollte. Genau, wir gucken mal. Holla die Waldfee, das war jetzt ein Ritt. Wir waren jetzt noch Abendbrot essen. Hat super geschmeckt, war alles toll. Einmal falsch abgebogen, auf der Autobahn gelandet. 5,30 Euro Maut und der ganze Rückweg nochmal. Jetzt sind wir da, jetzt haben wir hier einen Stellplatz gefunden. Naja, ein Stellplatz, da steht noch ein Wohnmobil. Wir stehen hier eigentlich total gut. 10 Euro. Tipptopp, die Jungs hier von dem Camp, die haben ja echt noch alles in Bewegung gesetzt, dass wir uns noch hier hinstellen dürfen. Also, wenn die uns verstehen sollten, herzlichen Dank nochmal dafür. Ja, jetzt haben wir Mung, läuft's besser. Das war ja ein ganz schönes drunter und drüber. Also wir sind da tatsächlich hoch und dann stand das Auto kurz bevor wir fast oben waren. Wir hatten noch knapp 2,5 Kilometer von
was waren es denn, etwa 8-9 Kilometer insgesamt von unten Offroad-Strecke. So, dann haben wir natürlich die ganze Piste den Rückwärtsgang eingelegt. Jenny ist vorangelaufen, wie ihr gesehen habt, hat geschaut, wo wir wenden können. Und dann haben wir gewendet, dann ging es ab und dann mussten wir natürlich uns um den Stellplatz kümmern, was auch nicht so einfach war. Wir hatten die Überlegung, Kondova anzufahren und von der anderen Seite nach oben war uns dann zu riskant, wobei jetzt inzwischen betrachtet, das könnte vielleicht sogar funktionieren von der Helligkeit. Aber gut, wir lassen jetzt den Abend noch ausklingen. Ich koste hier mal so ein leckeres italienisches Bierchen. Wir waren da heute in einem Laden in Viu. Total super. Na, Jenny? Der Laden in Viu nannte sich dieser Ort. Ja. Da haben wir eingekauft. Bratwurst. Also nichts Vegetarierfreundliches. Aber okay. So, du weißt tatsächlich einfach morgen nochmal oder wir geben nochmal ein Revue oder irgendwas. Bis morgen. Ciao.